Meistens jagte ich hinter getürmten Ehemännern her und anschließend hinter ihren Frauen, weil sie nicht zahlen wollten. Vielleicht war ich aber doch deswegen müde, weil ich wirklich alt wurde. Warum kommen Sie nicht her und setzen sich neben mich? Darüber denke ich schon seit geraumer Zeit nach, als Sie zum ersten Mal Ihre Beine übereinander schlugen, um genau zu sein. Das verdammte Ding rutscht dann immer bis zum Hals auf. Ihr Name ist Phil, nicht wahr? Philip, wie heißen Sie? Helen, küss mich. Ich dachte mir, das Grinsen kennst du doch, und ich wusste, dass ich das, was gleich mit mir geschehen würde, nicht verhindern konnte. Sehen Sie nicht, das ist eine Kanone. Wenn man Kanone in der Hand hat, tun die Leute gewöhnlich das, was man sagt. Was ich brauche, ist ein neuer Drink. Ich brauche eine dicke Lebensversicherung und ein Häuschen im Grün. Ich bin urlaubsreich. Ich habe einen Mantel, einen Hut und eine Kanone. Das ist alles. Wo gehen wir hin? In meine Wohnung. Wozu? Alles, was wir brauchen, hast du dabei? Wir werden jetzt beide da reingehen, verstanden? Okay, aber hören Sie auf, mich rumzutragen. Ich kann nämlich schon laufen. Ich bin seit ein paar Jahren erwachsen. Ich bin ein ziemlich großer Junge. Botschaft! Man hat dich mit Drogen vollgespritzt, bis du so verrückt warst wie zwei Tanzmäuse zusammen. Was war das im Grunde alles? Routine. Jetzt zeig mal, ob du wirklich was kannst. Tun Sie so etwas eigentlich öfter? Nein, meistens bin ich viel zu beschäftigt. Mit Beten, bei uns im Kloster, mit den anderen Mönchen.